stürzt ein. Der Treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Helmut Whitman. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Da sind Leute im Westturm eingeschlossen. Deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Emikos Blut fließt durch deine Arme. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich klang. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien.
Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Thank you.
Komm mit, du! Thank you.
freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Greift sie! Legt sie um! Feuer! Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Thank you.
hierher geschafft? Runter! Er fängt auseinander! Na los! Scheiße! Sie sind verrückt! Hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit.
okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und absaugen. Toll, verdammte Flöße. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt lieber auf, bevor euch die Hunde finden! Thank you.
Scheiße! Hilfe, schnell! Scheiße, falscher Winkel! Käfige, Wölfe, wie die im Wald, werden hier gezüchtet. Da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf.
Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Es ist zu ruhig. Thank you.
anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance. Er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Tränen bringen mich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe. Und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten.